Samstag, der 20. Januar 2018, um kurz nach 8 Uhr Kiewer Ortszeit. Unser Bus verlässt die Hauptstadt, fährt durch ihre Vororte, die Häuser werden weniger und die Straßen schlechter. Mein Ziel heute? Tschernobyl. Genauer gesagt, die Geisterstadt Pripyat und der Reaktor vom Atomkraftwerk. Letztes Jahr versuchte ich von Norden ans Kraftwerk heranzukommen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, hier einfach klicken. Diesmal geht die Fahrt von Kiew aus, leider nicht ganz auf eigene Faust. Dafür hätte mir der ukrainische Staat eine Genehmigung erteilen müssen. Die bekommt man, wenn man ein journalistisches oder ein wissenschaftliches Interesse nachweisen kann. Beides wäre aufgrund meines Studiums möglich gewesen. Allerdings waren die Behörden so träge, dass eine Kommilitonin selbst auf Ukrainisch mit mehreren telefonischen und schriftlichen Anfragen nichts erreichen konnte. Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, keine Tour mitzumachen. Ich sehe das zum einen etwas grenzwertig, da mit diesem Katastrophentourismus eine Menge Geld gemacht wird und es teilweise echt richtige Abzocke ist. Aber es war jetzt nun mal die einzige Möglichkeit, die ich noch hatte, mir vor Ort anzuschauen, wie dort die Zeit stehen geblieben ist. Wie die Menschen dort vor über 30 Jahren gelebt haben. Ich stellte es mir wie ein großes, verstrahltes Freilichtmuseum vor. Unsere Gruppe bestand zum Glück nur aus 5 Personen plus Guide und Busfahrer. Wir waren eine sehr durchmischte, internationale Gruppe. Ein Londoner Paar, ein US-Amerikaner aus Ohio, der in Straßburg wohnt, ein Singapurer, der in London wohnt und ich, ein Deutscher, der in Minsk wohnt. Ukrainer oder Belarussen, so erzählt uns die Reiseleiterin, kommen selten in die Sperrzone. Irgendwie verständlich. Der Schock und die Trauer sitzen immer noch tief. Abgesehen davon unterscheiden sich die verlassenen Dörfer nicht von anderen ukrainischen oder belarussischen Dörfern. Mit dem Unterschied, dass sie halt verlassen sind. Während der Fahrt klärt uns die Reiseleiterin über die Risiken auf und wir bekamen unsere Geigerzähler. Von nun an galt, keine offenen Lebensmittel oder Getränke zu sich nehmen. Nur Getränkeflaschen, die einen schmalen Hals haben, sind okay. Da können sich die radioaktiven Partikel nicht so leicht im Getränk absetzen. Dann mussten wir einen Zettel unterschreiben, der die Agentur von jeglicher Haftung entbindet. Von nun an geschieht alles auf unsere eigene Gefahr. Ein mulmiges Gefühl. Immer wieder gab es Geschichtsunterricht. Bis in jedes Detail erklärt uns die junge Frau die Hintergründe zur Katastrophe vom 26. April 1986. Anschließend schauten wir die BBC-Dokumentation The Battle of Chernobyl. Der Hintergrund dafür war ganz einfach. Tourismus darf es in der Sperrzone offiziell nicht geben. Jede der Agenturen hat nur eine Zulassung, weil sie offiziell Bildungsreisen anbieten. Nach 2 Stunden Fahrt kamen wir an den Checkpoint Dyatki. Hier beginnt die Sperrzone, die einen Radius von 30 Kilometer um den Reaktorblock Nummer 4 umfasst. Jeder musste aussteigen und seinen Pass vorzeigen. Unsere Namen waren am Checkpoint hinterlegt und nur so wurden wir hereingelassen. Immer wieder wurde ich gefragt, wie hoch die Strahlung ist. Deswegen hier ein paar Vergleichswerte. In Kiew fanden wir eine Grundstrahlung von 0,15 Mikrosievert pro Stunde. Die änderte sich auf der Fahrt zur Sperrzone auch nicht wirklich. Die gesetzlichen Grenzwerte liegen übrigens in der EU bei 0,25 Mikrosievert pro Stunde, in der Ukraine bei 0,3 und in Russland bei 0,5 Mikrosievert pro Stunde. Nach dem Passieren des Schlagbaumes ließen sich auch erstmal keine bemerkenswert höheren Werte feststellen. Unser erster Stopp war das ehemalige Dorf Salesia. Im Gegensatz zur Stadt Pripyat, in der es seit 2 Jahren verboten ist, verlassene Häuser zu betreten, ist das in den verlassenen Dörfern wie Salesia kein Problem. In den Holzhäusern, die auch nach 30 Jahren teilweise von außen nicht groß gelitten zu scheinen haben, ist die Zeit stehen geblieben. Teilweise tun sich große Löcher im Fußboden auf, überall liegen Bücher und Zeitungen aus einer vergangenen Zeit herum. Kinderschuhe in den Ecken, Medikamente auf dem Tisch, Kuscheltiere, Puppen, um die Ecke ein verlassener Supermarkt. Macht man die Augen zu, hört man Kinder lachen. Stellt sich vor, wie hier vor über 30 Jahren das Familienleben tobte. Unweigerlich kommt mir das Lied Geisterhaus von den Toten Hosen in den Sinn.
Immer wieder findet man Zeitungen. Diese hier heißt übersetzt so etwas wie das Dorfleben. Die Zeitung trägt den Lenin-Orden und den Beinamen Zeitung des Zentralkomitees der KPdSU. Die Titelseite, hier vom 26. Oktober 1985, zeigt das Programm der Kommunistischen Partei. Die Überschrift Proletari всех стран соединяйтесь. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Neben Zeitungen sieht man immer wieder Schuhe und Puppen. Bei Anblicken wie diesem hier fragt man sich schon, ob die wirklich so hinterlassen wurden oder ob sie nicht vielleicht einfach nachträglich so positioniert wurden. Vielleicht sind sie auch Hinterlassenschaften von sogenannten Stalkern. Aber zu den Stalkern komme ich später nochmal. Als nächstes fahren wir an Tschernobyl vorbei. Die Kleinstadt mit einst 14.000 Einwohnern liegt rechts von uns. Die Straße, auf der wir uns jetzt befinden, wurde erst nach der Katastrophe als eine Art Bypass angelegt. Die Arbeiter konnten so schneller zum Kraftwerk kommen und mussten nicht mitten durch die Kleinstadt fahren. Diese liegt außerhalb der 10-Kilometer-Sperrzone, denn das Kraftwerk befand sich nicht in Tschernobyl, sondern am Rand der Stadt Pripyat. Unser nächster Stopp war der Checkpoint Lelev. Hier fand keine Ausweiskontrolle statt. Unser Guide musste jedoch die notwendigen Papiere vorzeigen. Das mulmige Gefühl wird stärker, denn nun befinden wir uns im inneren Ring der Sperrzone. Der Geigerzähler zeigt nun eine etwas höhere Grundstrahlung von um die 0,22 Mikrosievert pro Stunde an, was aber immer noch nicht dramatisch ist. Das nächste verlassene Dorf auf dem Plan ist Kopatschi. In Kopatschi ist ein verlassener Kindergarten, an dem sich mehrere Hotspots befinden. Vor dem Kindergarten gab es einige Bäume, die hochgradig verstrahlt waren. Kaum näherten wir uns dem Boden direkt an den Wurzeln, fingen unsere Geigerzähler an, Alarm zu schlagen und zeigten Werte von bis zu 15 Mikrosievert pro Stunde an. Das Hundertfache der Strahlung in Kiew. Entfernte man sich mit dem Geigerzähler auch nur 10 cm, fiel die Strahlung gleich wieder auf ein Normalmaß zurück. Dieser Kindergarten hatte es echt in sich und war meiner Meinung nach der gruseligste Ort in der Sperrzone. Überall lagen alte Puppen und Kinderschuhe herum. Ob die jetzt alle von damals sind oder in der Zwischenzeit jemand anderes dahingelegt hat, kann ich natürlich nicht sagen. Im Kindergarten ging es dann weiter die Umgehungsstraße Richtung Pripyat. Kurz vor dem prägnanten Ortseingangsschild überquerten wir eine Schneise, in der plötzlich alle unsere Geigerzähler verrückt spielten. Links von uns befand sich der sogenannte Rote Wald, ein Wald, den nach der Reaktorkatastrophe die volle Wucht der Strahlung getroffen hatte. Aufgrund dessen färbte sich der Wald rot. Liquidatoren holzten den Wald ab und pflügten den Boden um. Doch die Natur kam zurück. Die neuen Bäume haben wieder ihre normale Farbe. Doch bis heute ist der Wald eines der am meisten verstrahlten Gebiete in der Sperrzone. Nach ein paar Metern war der Spuk vorbei und unsere Geräte verstummten wieder. Einige Kilometer nach dem Ortseingangsschild, welches auch das Gründungsjahr der Stadt, 1970, zeigt, kamen wir an den letzten Checkpoint. Den Checkpoint, der den Weg in die Stadt markierte. Kurze Zeit später gab uns der Polizist den Weg in die Geisterstadt frei. Pripyat hatte überhaupt nichts Gruseliges an sich. Der erste Eindruck zeigt eine typische sowjetische Kleinstadt, die Stück für Stück von der Natur zurückerobert worden ist. Die Stadt an sich ist mittlerweile relativ gut von Radioaktivität gesäubert.
Dieses geht aus Stein und Beton relativ einfach und funktioniert eigentlich genauso wie ein Autowaschen. Mit Spülmittel und Hochdruckreiniger wurde jeder Zentimeter abgesprüht. Im Wald ist es dagegen fast unmöglich. Diese Schule ist nicht etwa durch die Katastrophe eingestürzt, wie man vielleicht meinen könnte, sondern erst im Nachhinein, durch die Baufälligkeit im Laufe der Jahrzehnte. In der Stadt sahen wir einige Graffiti, die von sogenannten Stalkern gesprüht wurden. Stalker, den Begriff habe ich eben schon mal erwähnt. Als Stalker werden Menschen bezeichnet, die sich heimlich und verbotenerweise in die Sperrzone schleichen. Sie erkunden die Zone auf eigene Faust und suchen verbotene, teilweise höchst verstrahlte Gebiete auf. Abenteurer, die den gewissen Kick suchen, sozusagen. Der Begriff Stalker kommt vom gleichnamigen Film aus dem Jahre 1978. Dieser Film soll in den Augen vieler Stalker die Katastrophe von Tschernobyl prophezeit haben. Hier sind ein paar Beispiele für Hinterlassenschaften von Stalkern in Pripyat. Viele Orte und Plätze erkannte ich wieder. Immerhin werden solche Touren nicht erst seit gestern angeboten. Sendungen und Redakteure wie Galileo, Ranga Yogeshwar und das Slivki Show waren ebenfalls schon hier. Die markantesten Orte in Pripyat sind natürlich der Kirmesplatz und das Hotel Palisia. Der Kirmesplatz sollte am 1. Mai 1986 eröffnen. Dazu sollte es nicht mehr kommen, denn vier Tage vorher explodierte der Reaktor Nummer 4 des nur wenige Kilometer entfernten Kernkraftwerks. Die Stadt wurde evakuiert. Am Autoscooter zeugen zahlreiche Aufkleber von Besuchern aus aller Welt. Das Riesenrad ist das wohl bekannteste Motiv in Pripyat. Eigentlich ein Symbol für Freude und Spaß. Hier steht es allerdings vermischt mit Gefahr und Tod, stellvertretend für die größte Kernkatastrophe der Menschheit. Das Riesenrad hat bis heute Hotspots, die zu den verstrahltesten Punkten der Sperrzone zählen. Hält man den Geigerzähler direkt unter eine der Gondeln, so bewegt sich die Strahlung um die 2 Mikrosievert pro Stunde. Wenn man den Zähler leicht hin und her bewegt, und ein wenig sucht, findet man plötzlich Punkte, die nur wenige Millimeter entfernt liegen, jedoch plötzlich Werte von 44 Mikrosievert pro Stunde oder mehr aufweisen. Das 22-fache der Strahlung ein paar Millimeter weiter daneben. Die Gründe dafür sind relativ einfach. Über den Kirmesplatz ging damals der radioaktive Regen herunter und wie wir alle wissen, perlt Wasser bis zum niedrigsten Punkt eines Gegenstandes herunter, um dann von dort abzutropfen. Das Prinzip lässt sich mit einer Tropfsteinhöhle vergleichen. Tropft es lange Zeit immer auf die gleiche Stelle, so setzen sich Sedimente, in diesem Fall die radioaktive Strahlung, ab. Die Strahlung ist in diesem Fall also sehr punktuell, was ich sehr beeindruckend fand. Nachdem wir anderthalb Stunden durch Pripyat gelaufen sind, ging es mit dem Bus zum Kraftwerk. Das Kraftwerk liegt 3,5 Kilometer Luftlinie vom Zentrum der Stadt entfernt. Bevor es zum NSC, dem New Safe Confinement, ging, gab es Mittagessen in der Kantine. Über 7000 Menschen arbeiten heute noch im und am Kernkraftwerk.
Sie sind für den Bau des NSC verantwortlich und sorgen dafür, dass keine Strahlung nach außen dringt. Bevor wir in die Kantine dürfen, müssen wir uns einem Strahlentest unterziehen. Dann gab es Essen. Es war einfach, aber nahrhaft und lecker. Ein sehr seltsames Gefühl, so nah am Ground Zero zu essen. Die Lebensmittel, die verwendet wurden, kamen natürlich nicht aus dem verseuchten Boden der Sperrzone. Dann standen wir plötzlich direkt vor dem havarierten Reaktor. Mittlerweile sind über 30 Jahre vergangen und über den alten Sarkophag wurde eine neue Schutzhülle geschoben, der sogenannte New Safe Confinement. Die Eckdaten des NSC sind atemberaubend. Da sie über den alten Sarkophag geschoben wurde, gilt sie als die größte und schwerste bewegliche Konstruktion, die jemals auf der Welt gebaut worden ist. Wir standen plötzlich vor diesem unfassbaren großen Gebilde, das in den letzten Monaten so häufig in den Nachrichten zu sehen war. Der Gedanke, was sich darunter befindet, macht es noch eine ganze Ecke gruseliger. Trotzdem habe ich mir im Vorfeld vorgestellt, ich würde mich unwohler, unruhiger, ängstlicher fühlen. Unsere Geigerzähler zeigten direkt vor dem havarierten Reaktor lediglich 1 Mikrosievert pro Stunde an. Unser Guide erzählt uns, bevor der NSC über den alten Sarkophag geschoben wurde, wäre an dieser Stelle das Dreifache gemessen worden. Unter dem NSC und dem alten Sarkophag befindet sich ganz tief unten im ehemaligen Reaktor 4 der sogenannte Elefantenfuß. Fotos und Infos dazu gibt es in der Videobeschreibung. Vom Kraftwerk aus ging es dann langsam zurück, zunächst aus der 10-Kilometer-Sperrzone heraus in Richtung der Stadt Tschernobyl. Tschernobyl ist übrigens eine der ältesten Städte der heutigen Ukraine. Seine Wurzeln gehen zurück bis 1193. Im Vergleich zum hochmodernen Pripyat besticht Tschernobyl durch schöne dörfliche Holzhäuser und Kleinstadtflair. Von Tschernobyl aus ging es dann zu einer Attraktion, die eigentlich nichts mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zu tun hat. Die Radarstation Duga 1. Mit dieser Radarstation, die Teil eines Netzwerkes in der gesamten Sowjetunion war, sollten US-amerikanische Atomraketen im Kalten Krieg rechtzeitig erkannt werden. Die unglaubliche Größe dieser heute verlassenen Anlage war einfach atemberaubend. Von dort aus ging es dann gegen Abend zurück nach Kiew. Im Bus bekamen wir ein Zertifikat. Die Geigerzähler wurden eingesammelt und die Gesamtstrahlung ausgelesen. Jeder von uns nahm über den Tag verteilt ca. 0,002 Mikrosievert pro Stunde auf. Allein schon durch den Flug von Minsk nach Kiew und wieder zurück habe ich eine höhere Strahlendosis aufgenommen. Die Tagesdosis bei einem Aufenthalt in der Sperrzone ist 1600 mal geringer als die einer Röntgenuntersuchung beim Arzt. Trotz der schönen Natur, die man heute in der Zone zu sehen bekommt, darf natürlich nicht vergessen werden, wie viele Menschen infolge der Katastrophe ums Leben kamen. Die WHO spricht von 4000 Todesopfern. Längst ist jedoch nicht geklärt, wie viele Krebserkrankungen auf die Verstrahlung zurückgehen. Die Dunkelziffer wird deswegen wahrscheinlich sehr viel höher liegen. Sollten solche Reisen möglich sein? Ich finde die Frage schwer zu beantworten. Einerseits finde ich ja, so erfährt man eine Menge über die Hintergründe. Vor allem bekommt man vor Augen geführt, wie gefährlich Atomenergie immer noch ist. Zum anderen gibt es Touristen, die das Ganze als großen Freizeitspaß mit Kick sehen und sich keinen Gedanken über die Opfer machen. Als Beispiel sei nur die Pseudodoku von Jan Böhmermann genannt, Unternehmen Reichspark. Sehr interessant finde ich. Link zum Video gibt es hier immer unten in der Beschreibung. Dort deckt er unter anderem auf, dass manche sogar ihren Junggesellenabschied in einem NKWD-Gefängnis feiern. Also, wie seht ihr das? Sollten solche Reisen möglich sein? Kommentiert gerne unten, gebt mir einen Daumen hoch oder lasst ein Abo da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.